Kommende Woche erfolgt die Markteinführung des neuen Outlander PHEV von Mitsubishi auf dem deutschen Markt. Der neue SUV-Stromer bietet einen etwas hubraumstärkeren Benzinmotor, um noch effizienter den Teillastbereich zu nutzen, und hat auch gegenüber der Vorgängergeneration den hinteren der beiden Elektromotoren etwas erstarken lassen. Um die zahlreichen Publikationen, die im Laufe dieser Woche erschienen sind und sich den wesentlichen technischen und optischen Modellaufwertungen widmen, durch ein paar leichte Offroad-Impressionen zu ergänzen, habe ich mich mit dem ökologisch einwandfreien Outlander ein wenig in den Wald begeben. Und wie man sieht, man hört nichts. Erst ein nachfragender Blick auf das Fahrerdisplay klärt auf, welcher oder wie viele der Motoren den Vortrieb gewährleisten. Immerhin verfügt der Outlander PHEV neben dem 2,4 Liter Vierzylinder Benziner noch über einen 82 PS Elektromotor auf der Vorderachse sowie einen 95 PS Elektromotor auf der Hinterachse, sodass durch diese Kombination beide Achsen und alle vier Räder angetrieben werden. Ich bin noch nie so leise und mit so zurückhaltender Geräuschkulisse durch den Wald gefahren. Ich war kaum lauter als ein Fahrrad. Natürlich ist der Outlander kein knochenharter Offroader für die Waldarbeit oder die nächste Camel Trophy. Der Weidmann kann sich aber darauf verlassen, sein Revier zu erreichen. Denn alleine der Elektromotor auf der Hinterachse schiebt mit fast 200 Newtonmeter den Berg rauf. Selbst auf ausgefahrenen Spuren und in Bereichen, wo die Verschränkung mehr als ausgereizt wird, greifen die Traktionselemente des Allrads ohne Zutun des Fahrers ein und schieben den Outlander PHEV vorwärts. Und in der Bergabpassage wird sogar wieder rekuperiert, also Strom produziert. Wat ein Ding! Bedarfsweise steht noch eine 1500 Watt Bordsteckdose im Heck zur Verfügung, entweder um elektrische Arbeitsgeräte oder wie in meinem Fall eine genussvolle Tasse Kaffee aufzubrühen.